Jetzt heißt es, aufgepasst, Autofahrer in ganz Deutschland. Ein selbsternannter Anzeigenhauptmann treibt sich auf den Straßen herum. Der 18-Jährige meldet Falschparker an das Ordnungsamt, selbst bei kleinsten Verstößen. Mehr als 4000 Anzeigen hat der Nerd schon gestellt und ein Ende ist nicht absehbar. Wir haben uns mal umgesehen, wie die Aktionen des Hilfs-Sheriffs bei den Bürgern so ankommen. Der parkt im eingeschränkten Haltverbot. Haben Sie jetzt hier vor zu parken? Hier ist in dem Fall jetzt die TÜV-Plakette abgelaufen. Ich habe auch schon Haltverstöße angezeigt, wo jemand im absoluten Haltverbot gehalten hat, was 8 Sekunden gedauert hat. Ja, Gesetz ist halt Gesetz. Das ist Niklas Mattei, 18 Jahre Azubi und Deutschlands teuerste Petze. Seine Mission, die Straßenverkehrsordnung durchzudrücken, koste es, was es wolle. Mit seinem äußerst korrekt aufgemotzten Fahrrad zieht er durch ganz Deutschland und zeigt hobbymäßig Falschparker an. Heute ist Kassel dran. Straßenverkehrsordnung zum Beispiel, die lese ich eigentlich schon ziemlich lange. Naja, ich habe halt immer in meinem Wohnort mit Falschparkern angefangen und dann bin ich jetzt mittlerweile bei ganz Deutschland. Ja, ich denke mal, so jemanden wie ich hat es noch nicht gegeben, der in jeder Stadt, in jeder Gemeinde in ganz Deutschland einen Falschparker angezeigt hat. Das würde ja dann auch ein persönlicher Rekord sein. Bewaffnet mit Zollstock und Kreide misst der 18-Jährige gerne auch mal nach. Und wer sucht, der findet, dieses Auto bräuchte eigentlich eine Parkscheibe. So in etwa 2,15 Meter steht da drin. Ein, zwei Fotos später landet die Verkehrssünde auf der Website weg.li. Anzeige beim Ordnungsamt inklusive. Eine Sache von wenigen Sekunden und Niklas wittert schon die nächste Ordnungswidrigkeit. Haben Sie jetzt hier vor zu parken? Ich muss kurz in das Haus rein, ja? Wie lange denn? 5 Minuten. Bis 3 Minuten ist halten. Mit dem Anzeigenhauptmeister hat der Herr seine Rechnung heute nicht gemacht. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Es gibt Ihnen ja nicht direkt was an, aber ich jetzt hier fahre, außer ich würde ihn jetzt behindern. Ne? Aber das mache ich ja eigentlich nicht. Die Spur ist heiß. Wir gehen jetzt erstmal ja die Straße lang runter und dann, wenn wir hier gleich wieder zurückkommen, dauert ja nicht lange. Über 140.000 Euro Bußgeld sollen solche Delikte dank Niklas Mattei schon in die Gemeindekassen gespült haben. Mehr als 4.000 Anzeigen hat er nach eigener Aussage gestellt, viele davon in seiner Heimat Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt. Der dortige Bürgermeister Enrico Schilling ist allerdings so gar nicht begeistert von seinem unfreiwilligen Helfer. Einen solchen Unfug kann man nicht dulden. Wir prüfen alle rechtlichen Maßnahmen. Bei den Behörden jedenfalls stapeln sich die Anzeigen, von denen nicht alle Hand und Fuß haben. Im Ordnungsamt will der 18-Jährige im Übrigen nicht arbeiten. Schließlich könnte er dann nur in einer Stadt Anzeigen stellen. Stattdessen macht er eine Ausbildung im medizinischen Bereich. Ich kriege davon kein Geld, aber ich mache es ja trotzdem gerne als Hobby. Und gleichzeitig dient es ja auch dann der Gemeindekasse. Zurück beim angeblich nur haltenden Autofahrer. Niklas Matteis Hobby kommt ihm heute teuer zu stehen. Jetzt ist es doch parken. Aus dem Halten dort parken. Länger als 3 Minuten haben wir jetzt doch ein Parken. Anzeige ist raus. Und zugeschaltet ist jetzt Enrico Schilling. Er ist der Bürgermeister von Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt, wo der junge Anzeigenhauptmann herkommt. Herr Schilling, ich grüße Sie. Schönen guten Abend, Herr Simon. Ein herzliches Glück auf nach Berlin. Was sagen Sie denn zu Ihrem selbsternannten Anzeigenhauptmeister? Schießt der junge Mann da womöglich übers Ziel hinaus? Ich sage ganz ehrlich, ich wäre lieber mit anderen Themen überregional in der Presse und gefragt. Es ist natürlich immer schön, wenn Gräfenhainichen in aller Munde ist, aber das ist kein besonders tolles Thema. Man muss ja auch dazu sagen, dass das hier aufgezeigte Spektrum seiner Tätigkeiten ja nur ein kleiner Teil ist, dass er die Anzeigen im runden Verkehr macht und dass das auch jedermann machen darf, das ist legitim, das ist auch das gute Recht eines jedermanns. Er hat aber halt in seinen Tätigkeiten, die er so vollzieht, noch etwas mehr Felder, in denen er sich bewegt und das ist dann schon sehr stark bedenklich, insbesondere so für die öffentliche Ruhe und für die öffentliche Ordnung und Sicherheit und auch für den gesellschaftlichen Frieden hier in der Gegend. Wie kommt denn die Anzeigenwut des 18-Jährigen bei den Bürgern so insgesamt an? Nicht nur bei den Ertappten, die sind natürlich sauer. Ja, wie ich sagte, es sind ja nicht nur Falschparker oder vermeintliche Verkehrssünder, sondern es kommt auch regelmäßig vor, dass er bei Polizei und anderen Behörden
Mitbürgerinnen und Mitbürger, Mitmenschen anzeigt, dass er mit seinem Fahrrad in der Mitte von der Straße fährt und dann Leute anzeigt, weil sie ihn mit vermeintlich zu geringem Seitenabstand überholt haben und ähnliche Sachen. Das kommt bei den Leuten überhaupt nicht gut an. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, hier steht seit vielen Wochen das Telefon nicht mehr still wegen Beschwerden des selbsternannten Anzeigenhauptmeisters und auch wegen Wünschen der Menschen, die sagen, ihr müsst doch da was dagegen machen, der kann doch hier nicht machen, was er will. Auch wir haben ja Rechte und Freiheiten und viele fühlen sich schon sehr stark bis hin zu genötigt und auch schikaniert. Und das ist halt eine gefährliche Mischung. Das ist auch meine Hoffnung, deshalb habe ich auch gesagt, der Unfug muss enden. Haben die Anzeigen denn am Ende auch Bestand vor Gericht? Haben die Beweisbilder bisher auch die nötige Qualität gehabt? Also grundsätzlich muss man sagen, dass man bei solchen angezeigten Ordnungswidrigkeitsverfahren im Ordnungsamt dem Opportunitätsprinzip unterliegt. Also das heißt, die Anzeigen müssen nicht zwingend in einem Verwarngeld oder ähnlichem münden, sondern wir arbeiten das nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen ab und nach den bestehenden Kapazitäten. Und die Anzeigen, die substanziell so sind, dass sie auch verwertbar und verarbeitbar und in einem Verwarngeld münden, werden natürlich auch bearbeitet. Ich muss aber auch natürlich dazu sagen, wir hatten im letzten Jahr so um die 900 Anzeigen gehabt. Da können Sie sich vorstellen, dass das auch eine große Größe ist. Sie müssen natürlich auch das Tagesgeschäft weiterhin bedienen. Und das heißt für den Ordnungsamtsmitarbeiter, dass sie eigentlich im Außendienst draußen unterwegs sind und durch ihre Präsenz für Ordnung und Sicherheit sorgen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe vom Ordnungsamt. Die Hauptaufgabe ist nicht, so sehe ich es jedenfalls, dass man blind Knöllchen und Tickets verteilt, sondern durch bloße Präsenz und auch durch Ansprachen und mündliche Verwarnung dafür sorgt, dass die öffentliche Ordnung im guten Verkehr auch eingehalten wird. Ziehen Sie möglicherweise rechtliche Maßnahmen gegen den 18-Jährigen in Erwägung? Ginge das überhaupt, zum Beispiel Störung der öffentlichen Ordnung? Es ist natürlich ein weites Feld. Wir leben in einem Rechtsstaat und die Freiheit eines jeden einzelnen Menschen geht immer so weit, bis die Freiheit von anderen tangiert ist. Mir ist bekannt, dass eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern auch in Erwägung ziehen, selbst Anzeige zu erstatten, weil sie sich in ihren Freiheitsrechten und in ihren Rechten sozusagen eingeschränkt oder begrenzt fühlen. Wir stehen natürlich auch mit Polizei und Staatsanwaltschaft in Kontakt, da wie gesagt, diese Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr ist nur ein kleiner Bereich seiner Aktivitäten. Sagt Enrico Schilling, der Bürgermeister der Stadt Gräfenhainichen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke auch. Alles Gute. Tschüss. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.